Es ist 5 Uhr morgens. Mein Wecker geht. Ich weiß nicht, warum diese Vlogs immer so früh beginnen müssen, aber es geht heute nach Berlin. Und es erfüllt sich ein kleiner Traum von mir, also wollen wir mal. Wir fahren nämlich heute zu den ESL-Meisterschaften bei 99 Damage Playoffs heute, denn die Top 3 deutschen Counter-Strike-Teams wurden eingeladen für das große Finale in Berlin bzw. Spandau. Und ich habe unserem E-Sport-Manager bei Kovana, Corby, gesagt, er soll auf jeden Fall einen Anzug anziehen, damit es mal ein bisschen mehr Klasse bekommt hier. Er hat den Anzug übrigens nicht angezogen. Naja. Jawohl! Willst du doch so einen Bügel hängen, ja? Ja, hä? Dafür gibt's ja echt einen Bügel. Hä, wusstest du das nicht? Nein! Hä? Ja, Freunde, wir haben jetzt die ersten paar Kilometer hinter uns gemacht, circa 4 Stunden haben wir noch bis nach Berlin. Und ich sag's wie es ist, also ich habe noch nie eine so freie Autobahn gesehen, vor allem noch nicht um die Uhrzeit. Guckt euch das an, wie geil ist das? Kurz eine Frühstücksstärkung geholt und Max ist höchst illegal unterwegs heute. Monster zum Frühstück. Perfekt. Frühstück der Champions. Ja, das. Was ist denn das für ein komischer, zwielichtiger Parkplatz, wo Kobi mich hinführt? Wenn ich dieses Parkhaus überlebe, sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt in Spandau angekommen und irgendwie, dafür, dass es so ein gehyptes Viertel ist, es ist ganz schönes Moloch irgendwie. Kommt noch. Da hinten ist unser Hotel, das sieht ein bisschen nice aus, aber von innen ist es auch ein bisschen runtergekommen, sag ich mal. Ich saß da gerade auf so einer Couch, ich wusste jetzt nicht, ob die mich hält. Spandauer Altstadt. Kein Wunder, warum die E-Sport-Teams hier auch nichts drauf haben. Hier stehen einfach irgendwelche Einkaufswagen. Wir haben jetzt noch so ungefähr so eine halbe Stunde Zeit, bis die Jungs ankommen. Und Corby meint, er kann mir jetzt nochmal die schöne Stadt zeigen. Sind wir mal gespannt. Ich glaube nicht daran. Doch, doch. Ja, das ist Spandau. Das ist die Spandauer Altstadt. Also ich finde es doch schön. Nochmal. Also ich finde es hübsch. Tollen so Kleinstadt-Flair, obwohl es in Berlin ist. Oh, sieht aus wie Neumünster. Ja. Wo die Havel kreuzt die Spree. Sag mal, hier ist doch das, wo Eintracht Spandau immer trainiert, oder? Ja, da hinten um die Ecke links. Das ist doch deren Headquarter hier. Alter, wann kommt die neue Film Tom Cruise? Ich bin gerade busy mit E-Sport. Kann nicht fliegen. Ja, ja. Oh no. Was ist jetzt das Problem? Ja, die sind, haben den Ausstieg verpasst. Und wo sind die jetzt? Bei der nächsten Station, was auch immer das ist. 4 Spieler, also 3 Spieler plus Tom. Damn, it feels good to be a manager. Damn shakes. Hey, hier. Moin. Grüß dich. War das getrollt mit Dom? Nee, wir sind zurückgefahren. Alle? Alle 4. Die sind einfach nicht ausgestiegen. Wie das? Also da war gerade so ein Tourist, der auch gefragt, ist dies die Main Station? Und er so, nee. Nein, er hat gesagt, ist dies Berlin? Und ich so, ja, ja, das ist Berlin. Oh, und bumm. Ich hätte hier gerade gefilmt, wie ich mich aufkriege. Kreditkarte funktioniert nicht. Corby Nervenzusammenbruch Nummer 3 heute. Ein Spieler hat sein Trikot vergessen. 4 sind zu weit bis zum Berliner Hauptbahnhof gefahren. Das kannst du keinem erzählen. Wirklich. Tschu! Jo! Jo! Holy shit! Hä? Digga! Geht das auch auf? Keine Ahnung, aber. Let's go! Oh, ich habe jetzt gerade Speedrun nochmal geduscht, bevor es jetzt losgeht zum Media Day. Die anderen Jungs sind jetzt, glaube ich, auch gerade unten in der Lobby angekommen. Und ich muss mich beeilen, weil gleich müssen wir direkt schon los in die Freaks for You Büros. Da bin ich auch schon gespannt, wie die aussehen. Und ich beeile mich mal besser, denn ansonsten wird Corby, glaube ich, ein bisschen sauer. Jo, fresh. Hast du auch noch geduscht? Ja. Ja, das war big. Bisschen geschwitzt, ein bisschen Haare hier und da. Und da kommen die Jungs. Dom mit der Tochter, glaube ich. Rein. Er ist zu groß. Ja. Das ist das 2 Inferno Vertigo Overpass Ancient. Und das ist New. Sieht aus wie Gesangsbuch. So. Geil. Und go.
Die rennen alle weg von mir, dabei wollte ich den ein bisschen Vokabel üben. Wir haben jetzt mittlerweile alle eingesammelt und wir sind jetzt tatsächlich vollständig. Tom, kannst du noch mal kurz evaluieren, was da jetzt passiert ist im Zug? Was im Zug passiert ist? Ach so, wir sollten um 12.17 Uhr in Berlin-Spandau ankommen, wegen Verspätung. Normalerweise 11.59 Uhr, weiß ich ganz genau, stand da auch. Dann gucke ich so um 12.10 Uhr, gucke ich aus dem Fenster, sehe so ein Schild, Berlin-Spandau. Ey, Stefan, müssen wir hier nicht raus? Hätten wir auch noch geschafft, wir standen noch, Tür ging nur nicht mehr auf. Eine Minute lang auf die Tür eingehauen, rumgebrüllt. Ja, können wir nichts für. Das war Sauerei. Unser Coach Tom hat übrigens gesagt, dass er sich endlich die Haare schneiden wird, wenn wir ins Finale einziehen. Das nur by the way. Baujahr 2008. Okay, wir sind jetzt hier. Mal gucken, wie es aussieht. Hey, hallo! 30er Abzug! Ich will das einmal kurz gucken. Ich werde es leider totschreien. Okay, in der ersten Mal mit Marke konnte ich ihn noch umarmen. Das ist unser Reich. Das sind so. Marco, das ist die ESL Casting Couch. Ja, ja. Braucht unsere Social Media auch irgendwas oder? Nichts da. Ah, das ist eine gute Frage. Spieler für Gowana. Richtig schön. Richtig geil gestaltet. Nice, ne? Manipuliert da schon mal was. Daniel? Der links ist zum Wippen. Oder? Ja. Und der rechts, also da ist so ein. Das ist kein Hebel, sondern. Okay, ich hab hier gleich zwei. Hallo? Hallo. Dann sind wir nämlich dann auch fertig. Was hast du für eine Posenidee? Was? Von den Zack und Titan. Jeder, der sieht, der wird's wissen. Alles für die Kamera machen wir das. Dann machen wir runter, oder? Achso, Zack und Titan. Und wie geht's dir heute? Super. Stimmt das auch? Mhm. Noch ein. Eine andere Pause? Kriegst du nicht jetzt? Hast du nicht vorhin gemacht? Also ich kann halt so den Flügel rausholen. Ja, so. Ich kann auch mit beiden. Fliegen kann ich. Das ist voll, weißt du, so. Ja, aber so komplett machen. Talentiert. Damit geht rein. Morgen könnt ihr machen, was ihr wollt. Ist mir alles egal. Passt so. Guten. Guten. Sui. Es ist motherfucking Game Day. Wir gehen so ungefähr eine halbe Stunde los. Ich habe mir gerade eben noch ein paar Notizen gemacht mit Videocontent-Sachen, die ich aufnehmen will. Und dann ist das Halbfinale gegen NLG. Und wenn wir das gewinnen, werden wir im Finale gegen Sprout sein. Und ich hoffe mal, wir gewinnen beide Games. Es werden auf jeden Fall sehr, sehr anstrengende und knappe Matches, denke ich. Aber unsere Chancen sind jetzt auch nicht schlecht. Es ist gerade eh ein bisschen alles verflucht bei den Kovana-Teams, denn am Anfang der Woche haben die Valorant-Jungs sich nicht qualifiziert für die nächsthöhere deutsche Liga. Und das League of Legends-Team ist aus der zweiten Division abgestiegen. Bitte, bitte, bitte schaffen wir jetzt am Ende der Woche irgendwie mal einen Win. Komm schon, komm schon. Also, wir sind jetzt gleich an der Location angekommen. Ich habe hier gerade noch mit Marco ein paar Commercials gefilmt. War geil. Sieht man ja auch, die Brille steht mir gut. Hoffe ich. Wie sieht es gleich aus gegen NLG? Wird eine easy Win. Mal ein Busch. War der Hintergrund schon vorhin gestellt? Den habe ich gemacht. War ein Mirage. Inferno. Pick das Zeug. Moin. Lass mich doch mitschreiben. Outplay, Digga. Die Inferno, ja? War Nuke. Bitte Ancient. Ihr macht es mir heute aber echt schwer, ne? Dass ihr Ancient als Decider nehmt. Wird ihr nicht dazu kommen? Ja. Alles klar. Also, die Jungs besprechen sich gerade noch. Der Stream hat schon angefangen.
Und gleich geht das erste Game los gegen NLG. Das ist jetzt ultra, ultra spannend. Ich habe meine Kamera hier so ein bisschen platziert, damit wir immer die Live-Reactions für das YouTube-Video auf Cabana Gaming haben, wenn immer ein krasser Play passiert. Und ich hoffe, es passieren viele krasse Plays. Oh, geil, geil, geil! Endlich geht's los! Natürlich als die Scout, Red auch als einziger hier low und... Panix ist schon durch. Ist man darauf vorbereitet auf Seiten von Perks? Ist man nicht? Die bessere Waffe, Reload, kriegt er auch nochmal durch. Jumpspot, jetzt wissen beide Spieler, wo der Gegner ist. Aber die Smoke macht es natürlich unglaublich schwierig. Und sie spielen beide die Smoke aus. Und Panix ist ein bisschen schneller. 5 Runden für Commander Gaming. Doch. Oh, oh. Gar nicht gut. Und da brennt er komplett runter. Ein Tick-9 von Panix. Macht den Klatsch. Von D2. Ist da. Der macht sogar nochmal den... Spieler, der durch die Dorf versucht durchzupushen. Crystal kriegt eh nochmal den Ding raus. Und das ist hier die erste Map. Cabana Gaming gewinnt den eigenen Map-Pick. Erste Map gewonnen. So wie es sein muss. Kobi einfach am glücklichsten von allen. Das war das einzige Problem. Jawohl, Digga. Also ich schicke nochmal. Schickelt einfach eure Pulse. Schon weiter irgendwo ist, könnt ihr vorne kommen. Er ist ein 1 gegen 3. Ich bin mal gespannt, wie man es jetzt auf seinen Vorkommander angeht. Panix hat immer noch ein bisschen Utility. Ich bin jetzt kein Monster. Ein bisschen Kickpunkte schon mal raus. Dadurch ist er in dieser 1 gegen 2 Situation. Pressing kommt jetzt vorgepusht. Auch das Duell kann Perks nicht entscheiden. Es ist das 1 gegen 1 gegen Panix. Und der mit der AK Crystal Aim Punch des Todes sollte ihr eigentlich keine Chance haben. Und Marky! Schon. Nein! Nein! Was wollt ihr tun, Kevin? Was willst du tun? Panix lässt sich alle in der Welt. Boah! Nice! Havana meldet sich genau rechtzeitig wieder zurück. Zugriff. Boah! Und er hat kurz sogar eine Flash in der Hand. Panix! 6 Kills! Schnell weg. Die Füße? Okay, richtig Füße, ja. Ja. Sie lassen sich Zeit, das ist ein Free-Kill. Es ist sau wichtig, dass Crystal Default jetzt stirbt, aber der kriegt tatsächlich noch einen Kill. Macht nicht den zweiten, aber Stefan da. Oh, der nächste. Nein, aber Crystal. Gut, Crystal, super wichtige Kills. Glaive kriegt den Frag, und damit kriegt er nicht nur den Frag. Seiten ab, ne? Seiten ab, fuck. Eine schöne Kevin Hartmann. Auch, ne? Eine schöne Hartmann. Kevin auch. Kevin auch. Ja, die Seiten kommen ab. Die bauen schon ab. Ja. Die normal. Alle eine Haarpracht. Du gehst einfach hin und sagst, du willst eine schöne Kurzhaarfrisur mit Seiten ab und der macht das dann für dich. Ehrlich? Einfach so? Ja. Ohren frei? Achso, Seiten kurz. Sag einfach, du willst den Panix und dann weiß ich Bescheid. Nein. Doch, doch, du siehst einfach aus wie der große Bruder von Panix dann. So ein bisschen, oder? Der Holländer? Oder unser Panix? Unser Panix. Nein! Ich hab ne vor Danny Flash. Rechts down. Vor Danny Flash liegt. Boom, gegen zwei, der andere ist noch. Gandhi, Gandhi und Danger. Ich schneide Gandhi. Kommt vor. Reload. Ampel widet und Danger widet. Hi! Sie ziehen gerade einfach nur die Schlinge zu, aber wirklich zu, damit er halt nirgendwo mehr hin kann. Er versucht auf den B-Spot zu gehen. Sie geben ihm da keine Möglichkeiten, weitere Entry setzen zu können. Speedy einfach passiv. Slacks engt das Ganze ab. Slacks misst den Headshot. Speedy zieht rum, holt sich den Headshot und holt den Sieg für Sprout. Sprout macht es wieder und wieder und wieder. Die Ära geht weiter und die größte Streak in der Geschichte der ESL-Meisterschaft bleibt bestehen. Man, where's the confetti? Where's the confetti? Verlieren ist so langweilig. Ist ja ganz normal, dass man nicht alles gewinnen kann, aber... Irgendwie so einmal? Verlieren ist so fucking langweilig. Aber das Gute ist, ich bin's gewohnt zu verlieren. Eigentlich ist es eh schon
ein kleiner Traum gewesen, dass ich überhaupt hier mal mit einem Team, wo ich ein Teil von bin, dabei sein kann bei der ESL-Meisterschaft. Denn das erste Mal, als ich Kevin, also Crystal, gesehen habe, war auf der ESL-Meisterschaft 2015, als er gegen UX Gaming gespielt hat. Und sogar Stefan hat zu dem Zeitpunkt für UX Gaming sogar gespielt und Crystal hat uns damals besiegt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings noch gar keine Ahnung von Counter-Strike, wusste nicht, wer da überhaupt so richtig spielt oder wer auch für UX spielt. 2019, als die ESL-Meisterschaft dann in Magdeburg war, habe ich die Unicorns of Love angeschrieben, ob ich nicht mal ein kostenloses dokumentarisches Video für sie machen könnte. Und das war schon ziemlich nah dran, da ich dann zum Beispiel auch vor die Stage durfte und sowas und mit den Spielern sprechen durfte und so. Das war schon ziemlich nah dran, aber allerdings sind wir da auch im Halbfinale rausgeflogen. Und ich war ja kein richtiger Teil von Unicorns of Love. Und jetzt einem Team anzugehören, die wirklich richtig auf die Finals kommen und auch ins Finale kommen und so weiter, und das dokumentieren zu dürfen, ist halt einfach insane geil. Also das ist im Endeffekt echt ein kleiner Traum, der für mich so wahr geworden ist. Auch wenn ich immer noch nicht dabei war, wenn ein Team mal von uns eine Trophäe in die Höhe gehoben hat. Und es fuckt mich ab. Wer jetzt noch nicht das Video bewertet hat, verliert auf jeden Fall sein nächstes Final. Das war's von mir. Gute Nacht.